Al-Ghadab shu'latu min an-nar. Der Zorn ist eine Flamme des Feuers. Und der Mensch, wenn er erzürnt und wütet, bildet er eine Verwandtschaft und eine Nähe und Ähnlichkeit zum Shaitan. Da Allah Ta'ala sagt, خَلَقْتَنِي مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن طِين. Allah Ta'ala sagt, dass Iblis sagte, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Ton oder Lehm. Was hat das mit dem Zorn zu tun? Er sagt, Lehm oder Ton, also die Natur von Lehm und Ton ist, dass es ruhig ist, dass es, also dass es ist nicht erregbar, es kommt nicht in Unruhe. Und die Natur des Feuers ist das Lodern, dass es erregbar ist, dass es also es wütet Unruhe und derartiges. Aus dem Zorn entstehen weitere Krankheiten. Wir haben schon mal erwähnt, dass gewisse Krankheiten weitere Krankheiten fördern. Wir haben gesagt, bei dem im letzten oder vorletzten Dars, Vermutungen, schlechte Vermutungen fördern Spionage. Sahih? Spionage ist auch eine Krankheit. Zorn und überschüssige Wut fördert Al-Hiqd, das heißt Groll und Hass, und es fördert Al-Hasad, Neid, weil eine der Ursachen von Neid ist Feindschaft. Das ist eine der Ursachen von Neid. Es gibt einige Texte in der Sunna des Propheten, die auf Schmähung und Tadelung des Zornes hinweisen. Unter anderem der bekannte Hadith, in dem ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und er sagte, Ausini, gebe mir eine kurze Wasiyya. Al-Wasiyya, also wenn man jemanden etwas eindringlich empfiehlt. Eine Empfehlung, die für ihn nützlich ist, auch nach dem Abscheiden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, La taghdab, erzürne nicht, wüte nicht. Er hat gedacht, das ist nicht so das, was ich hören wollte. Und dann sagte er nochmal, Ausini, also ein weiterer Nasiha vielleicht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La taghdab, nochmal. Und dann beim dritten Mal, er hat es nochmal probiert. Ausini, und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder, erzürne nicht, wüte nicht. Und dann sagt er später, er oder ein anderer Rabi, dass er bemerkt hat und wahrgenommen hat, dass Zorn die Ursache von vielem Übel ist. In einem weiteren Hadith von Ibn Umar radiallahu anhu, dort fragte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam, er bat ihn darum, etwas zu nennen, was ihm vom Zorn und von der Wut Allah Ta'alas fernhält. Und dann sagte er, La taghdab, erzürne nicht. Ja. Und in einem Hadith, der bei Bukhari Muslim überliefert wird, Hadith von Abu Huraira, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Laysa ash-shadidu bis-sur'a. Stark und kräftig oder mächtig ist nicht der, der die Menschen schnell umwirft. Innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Stark ist der, der sich selbst beherrscht beim Zorn. Der sich selbst beim Zorn und bei der Wut beherrschen kann und kontrollieren kann. Ikrima, der Maula von Ibn Abbas radiallahu anhu, er sagte in der Aussage Allah Ta'alas, wa sayyidan wa hasura über Yahya, als Allah Ta'ala Zakaria die Botschaft von Yahya gab, wir werden dir einen frommen Sohn bescheren. Und er nannte Allah Ta'ala einige Eigenschaften von diesem Sohn, der kommen soll, von Yahya. Yahya ist der Sohn von Zakaria. Yahya ibn Zakaria. Zakaria ist der... Naam, tayyib, ist nein, oder? Jedenfalls, Allah Ta'ala sagt, wa sayyidan wa hasura. In den deutschen Übersetzungen dieses Verses steht, wa sayyidan
das heißt einen Vornehmen, und bei Hasur einen Asketen. Einen Vornehmen und Asketen Sohn. Die Mufassirun sagen, dass das Wort Sayyid, Sayyid bedeutet einfach, dass er ansehensreich sein wird. Und Al-Hasur heißt, kann drei Bedeutungen haben. Al-Hasur ist der, der sich den Frauen enthält. Entweder weil er so geschaffen worden ist, oder die zweite Bedeutung, der, es ist der, der sich den Frauen enthält, also der das selbst praktiziert. Und das dritte wäre, Al-Hasur ist der sich sämtlichen Sünden enthält. Und manche sagten, Al-Hasur, das ist der sich selbst beherrscht bei Zorn und Wut.